Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Test Drive Unlimited mit mir Suicide Cat. Ja, wir hatten ja die Folge Stufe F abgeschlossen, aber ich habe gesehen, Gier nach Freiheit ist noch da. Und das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen natürlich unser Fahrzeug ändern. Ich würde gern was ausprobieren. Weil wir haben doch jetzt den European Tuner. Da müssten wir mal schauen. Wir haben doch unseren Golf. Der lässt sich doch da bestimmt auftunen. Weil der hat uns ja hinten und vorne nicht gereicht. Das war leider ein bisschen schade. Kawasaki Ninja. Ja gut, dann gehen wir halt in die Liste. Wo ist er? Hier, Volkswagen Golf GTI VR6. Genau, den wollen wir haben. Mal schauen, ob wir den nicht auch noch ein bisschen aufpimpen können. Jetzt, wo wir wissen, wo. Schauen wir mal, ob da was geht. Es scheint was zu gehen. Das finde ich doch schon mal gar nicht schlecht. Natürlich, Volkswagen hat natürlich keine Tuning-Schmiede im herkömmlichen Sinne. FF. Ja, guck, hier 309 PS. Hau her damit, ist ja nicht so teuer. Und er ist halt mega nice. Finde ich voll geil. So, jetzt müssen wir nur das Rennen wiederfinden. Das hat sich da hinten ja versteckt. So, hier. Gier nach Freiheit. Jetzt haben wir sogar das richtige Auto ausgewählt. Perfekt. Wir starten. Und schauen einfach mal. Oh, der zieht jetzt aber auch schön schwarze Striche auf die Straße. Er hat jetzt auch gut Leistung. Und wir schauen einfach mal. Also ich kann mich auch nicht an dieses Rennen erinnern. Aber es ist noch ein Anfängerrennen, also dürfte nicht allzu schwer sein. Sollten wir locker gewinnen. 2:45 ist die Referenzzeit. Aber unser Golf hier, der performt da jetzt richtig gut. Der ist jetzt mega aufgetuned. Aber der geht auch gut um die Kurven. Ich muss sagen, ich würde den auch gerne, aber das geht halt leider nicht, noch weiter auftunen. Und dann mit dem die höheren Rennen machen. Das wäre ja richtig nice. Geht so knackig um die Kurve. Richtig gut. So. Und wir sind schon in Runde 2. Richtig gut, weil wir haben noch nicht mal die Hälfte der Zeit verbraucht. Und die zweite Runde ist ja schneller, weil wir keinen stehenden Start haben, sondern den fliegenden durch die... Also durch den Start, die fliegende Runde quasi. Wow, und er hat auch schon 101 Kilometer drauf. Ich finde, der geht jetzt für einen Golf auch ziemlich ab. Also für so einen alten Golf. Ja, das Rennen schaffen wir jetzt locker. Wow. Wo bin ich da gerade hängen geblieben? Da ging die Kante irgendwie weiter raus, als es angezeigt war. Aber kein Problem. Wir schaffen es trotzdem locker. Sehr schön, 8000 Tacken, dann haben wir ja schon einen Teil vom Tuning wieder drin. Aber eigentlich war das gar nicht das, was ich für die Folge vorhatte, sondern hier, totale Freiheit. Ja, es ist ein 186 km/h müssen wir erreichen. Es ist ein Rennen mit... Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Mercedes-Benz AMG, einfach weil der in der letzten Folge ein bisschen kurz kam. Und der zieht ja auch gut. Schauen wir einfach mal, ob der es schafft und wenn er es nicht schafft. Also für den Fall, dass er es wirklich nicht schaffen sollte, nehmen wir einfach den Audi. Ich habe schon gesehen, Bullen und Verkehr und... Wow, das war knapp. Okay, da schon mal einen Punkt bekommen.
die Kurve nicht gut erwischt. Jetzt auf jeden Fall viel Speed aufbauen vor den nächsten Blitzer. Sollen wir den Blitz umfahren? Nein, lieber nicht. Gut, der Strich sackt weiter nach oben. Und zack. Dann ist hier vorne noch ein Blitzer. Oh, das könnte echt spannend werden. Gar nicht wegen der Geschwindigkeit, sondern eher wegen den Blitzern, weil die so total verteilt sind. Ja, totale Freiheit halt. Kabam! So, dann ist da noch einer. Ich muss sagen, der AMG performt hier super. Ich gerade gar keine Bedenken. Aber es fehlen noch zwei Blitzer. Wir haben noch eine Minute Zeit. Ah, da vorne ist schon der nächste. Sehr schön. Ja, da habe ich es jetzt mal ein bisschen in Kauf genommen. Genau, da nutze ich mal Rücksetzen. Da ist gerade ein bisschen in Kauf genommen, dass ich aus der Kurve fliege, einfach damit ich mehr Topspeed im Blitzer habe. Und jetzt kommt der letzte Blitzer noch, das wird wahrscheinlich der schlechteste. Ja, super. Und schon haben wir den Tuningpreis vom Golf wieder drin. Perfekt. Und weil es so schön war, mal kurz gucken, ja, das ist gar nicht so weit, würde ich sagen, wir, habe ich jetzt das Rennen ausgewählt? Ja, ich habe das Rennen ausgewählt, das wollte ich jetzt gar nicht auswählen. Es ist halt blöd, dass hier alles so auf einem Haufen ist. Ich würde gern die Auslieferungsmission machen. Einfach, dass ein bisschen Kohle reinkommt und wir noch ein bisschen andere Autos austesten können. Weil das finde ich immer sehr nice. Sie wollen es in die Werkstatt bringen? Na gut. Aber bringen Sie es mir in gutem Zustand zurück. Ja. Wow, fetter Ferrari. Mal innen reinschauen. Ja. Ist halt fetter Enzo. Hatte ich... Oder ist das? Nee, das ist ein anderer. Auf dem Cockpit her ist er genauso. Hatte ich den nicht in meinem... Oh, da habe ich jetzt Glück gehabt, dass es nicht gezählt hat. Ja, ich glaube, den hatte ich in meinem ersten Let's Play von dem Spiel auch. Und ich muss ein bisschen mehr aufpassen, weil wenn wir den fetten Bonus kriegen, kriegen wir 120.000 dafür, dass wir das Auto heil ans Ziel bringen. Das wäre natürlich mega. Würde ich natürlich voll abfeiern. Ja gut, die letzten Auslieferungsmissionen sind nicht so gut gelaufen. Ja, der weicht aus. Danke dafür. Aber ich meine, jetzt sind es noch... Ja, nicht allzu viele Kilometer. 10,5 Kilometer noch. Ja, keine ganz so lange Auslieferungsmission. Ich meine, es gibt auch welche, da ist man... Ja, ewig und 3 Tage unterwegs. Finde ich jetzt hier eigentlich ganz okay. Gut, ist auch noch im Startgebiet. Das sind halt so die Einführungsmissionen so ein bisschen. Dass man sich da langsam so rantastet. Aber ich will auf jeden Fall den vollen Bonus kassieren. Denn wir brauchen Kohle und dann muss ich nicht offscreen noch ein bisschen Geld farmen. Dann holen wir uns das jetzt nämlich einfach direkt im Let's Play ab. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Wir müssen rechts abbiegen. Und dann gleich wieder links. Und wieder links. Was zeigt denn uns das Navi für eine komische Route an? Naja, ist egal. Navi, wissen wir ja schon, ist nicht immer der schnellste Weg. Aber halt der fahrerisch korrekte, sage ich mal. Ne, der biegt nicht ab, aber der da vorne wechselt die Spur.
So. Hier einmal durchschlängeln. Ja, da mache ich jetzt lieber ein bisschen langsam und warte, bis der da in seiner Limo abbiegt. Okay, der fährt bei Rot rüber und biegt ab. So, dann düsen wir noch hier rüber und biegen nochmal ab und dann sind es noch 5,5 Kilometer. Das ist natürlich auch eine geile Strecke, weil man hier halt schwer von der Straße abkommen kann. Also es geht schon, aber da ist halt den Gehweg auch noch. Das hatten wir bei der letzten Auslieferungsmission, glaube ich, nicht. Genau, da war es wie hier, dass einfach neben der Straße runtergeht. Wo ich sagen muss, dass die Straßen hier halt noch sehr breit sind. So, vorsichtig über die Kuppe. Vorsichtig einfädeln. Und jetzt geben wir mal nochmal ein bisschen, ja, wohl, vorsichtig. Nicht zu hart über die Kuppe. Und das weiß ich, dass die Fahrzeuge das nicht mögen. Jetzt sind es noch 3,4 Kilometer. Ich muss geradeaus. Machen wir. Also so fetten Ferrari würde ich ja auch gerne holen. Ich denke, werden wir im Laufe des Spiels auch irgendwann machen. Wieder eine Kante. Und da jetzt an den Autos sehr vorsichtig vorbei. Nicht abfliegen. Ihr seht schon, das Fahrwerk muss ordentlich arbeiten hier auf der Strecke. Das Auto hoppelt durch die Gegend. Das sind einfach die unebenen Straßen und die sind halt gerade die größte Gefahr. Aber jetzt sind es, ja, 1 Kilometer noch. Müssen wahrscheinlich die nächste Abfahrt runter. Genau, da geht's auch schon runter. Und jetzt haben wir noch 600 Meter. Aber ich will nicht sagen, es kann nichts mehr schief gehen, weil auf dem Weg kann noch viel passieren. Aber ich glaube, jetzt sind wir doch relativ sicher. Und haben das Ding ohne Probleme heimgefahren. Super! Ja, genau, 120.000 Tacken. Und es war doch ein Enzo. Wow. Also ich muss sagen, ich bin begeistert von der Auslieferungsmission. Schau mal, was wir hier noch für Rennen haben. Ah, genau, die Inseltour. Die wollte ich ja irgendwann mal noch fahren. Ich weiß nur noch nicht, wie ich dazu komme. Hier, Engelsprung. Da haben wir nur unseren BMW. Also, wir fahren das auf jeden Fall gleich. Ich will nur schauen, ob wir den BMW nicht auch noch ein bisschen pimpen können. Irgendwie macht das echt Laune. Wir gehen in die Garage. Schauen uns die Fahrzeugliste an. Wo haben wir denn hier? Hier haben wir den BMW. Her damit! Oh, einfach ein geiles Auto, der M3. So, dann ab damit zum Tuner. Wäre natürlich cool, wenn wir da jetzt auch so Spoiler und sowas hinbauen könnten. Wir können den BMW auf jeden Fall... Ja, da geht schon was. Und es sind nur 32.000. Das sind ja mittlerweile Peanuts für uns. So, dann müssen wir wieder die Rennen auswählen. Und schauen mal, hier war's, genau. Engelssprung. Und starten. Wir kriegen zwar nur 10.000, also die Tuningkosten kriegen wir nicht wieder raus.
Aber das sollte schon funktionieren. Dass wir da die 10.000 zumindest rauskriegen. Na, und wir haben wieder Verkehr. 2:45 unsere Referenzzeit. Aber jetzt mit dem getunten BMW habe ich da fast keine Bedenken. Wenn nicht der Verkehr irgendwelche blöden Sachen macht, sollten wir da eigentlich schon gut hinkommen. Bam! Ja, da bin ich leicht abgehoben, da konnte ich jetzt gar nichts machen. Schade, ich habe gehofft, ich komme noch drüber. Schade, schade. Ah, ich würde sagen, wir machen gerade gut Strecke. Wundert mich nicht, dass die Strecke Engelssprung heißt. So hobbelig wie die Piste hier ist. Ja. Und natürlich knall ich in das einzige Schild weit und breit. Aber so an sich eigentlich eine coole Strecke, so Huppelpiste. 800 Meter? Ist nicht wieder im Verkehr hängen bleiben oder an der Kuppe rausfliegen? Ja, wir haben ja nur Zeit. Noch eine Minute. Oh, da ist ein Tunnel auf dem Weg. Mal schauen, wie sich das Auto im Tunnel anhört. Ja, klingt auf jeden Fall ganz okay. Ja, mit der Kurve habe ich jetzt gerechnet. Gut, wir haben noch 45 Sekunden für 1,3 Kilometer. Ja, der stand mir jetzt eindeutig im Weg. 900 Meter, 20 Sekunden. Kurz am Ende doch nur knapp. Aber in den letzten 10 Sekunden kommen wir da schon noch durch. Jawohl, ja. So habe ich das gern. 10.000 Tacken. Ja, und in der nächsten Folge, vielleicht die nächste Auslieferungsmission, 16 Kilometer. Mal schauen, wie viel ist denn das? Ja, das geht. Das geht tatsächlich. Oder sollen wir mal jemanden mitnehmen? So ein Anhalter. Ja, wir schauen mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.